Heute bei mir zu Gast Moni und Claire von Lulut. Mit dem Online-Nähatelier stehen sie für Nähspaß und Nachhaltigkeit. Genau dieses Wochenende verbringen sie sowieso in Berlin. Deswegen habe ich sie hier zu mir zu Handmade Fashion TV eingeladen. Und wenn du die Folge bis zum Ende schaust, dann wartet sogar noch eine Überraschung auf dich. Also ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo Moni, hallo Claire. Ich freue mich total, dass ihr heute bei mir zu Gast seid. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns voll, dass wir da sein dürfen. Ja, die Gelegenheit muss ich nutzen, wenn ihr sowieso mal in Berlin seid. Ja, ich habe ja anfangs schon ein bisschen erzählt, ihr habt das Online-Nähatelier und ihr seid ja schon insgesamt 9 Jahre auf dem Nähmarkt tätig, sage ich mal, im Bereich Nähen. Habt in München ganz lange Zeit euer eigenes Atelier da gehabt, wo ihr auch Nähkurse angeboten habt. Und ja, es sind jetzt bei den 9 Jahren, ich habe es irgendwo neulich gelesen, 2.500 Teilnehmer bereits, die ihr da verzeichnen könnt. Der reine Wahnsinn. Ja, das summiert sich so schnell. Verrückt, ja. Oder? Ja, wir haben es auch mal nur so aus Interesse hochgerechnet und waren so, okay, kann das sein? Wir müssen nochmal rechnen. Eine Null zu viel. Okay. Ja. Krass. Ja, und da frage ich mich natürlich, wer schon so lange mit dabei ist, wie verliert man da nicht den Spaß an der Sache? Ist es nicht irgendwann so, dass man sagt so, oh, jetzt schon wieder das? Oder manche Dinge wiederholen sich ja auch einfach, die man dann weitergibt. Wie macht ihr das? Weil ihr steht ja auch als Lulut so ein bisschen für den Nähspaß und Nähfreude, weil ihr auch an sich zwei total humorvolle Menschen seid. Okay. Ja. Genau. Habt ihr da irgendwie ein Rezept? Also eigentlich, es entwickelt sich erstmal. Erstens, was ganz cool ist, finde ich, was, wenn es sich wiederholt, ist, dass man auch lernt, welche Fehler so häufig vorkommen. Dass man dann auch die dann schon sogar jetzt mittlerweile so viel vorher so, nee, also das und das wird man so machen, weil man weiß, sonst wird der Fehler passieren. Also das fand ich schon immer so ein bisschen so an sich, so ein bisschen so, jetzt diesmal wird keiner diesen Fehler machen, weil ich kann schon vorher so alles vorschauen. So. Ja. Magisch. Das fand ich total schön. Also von daher entwickelt sich das. Und dann hat sich unser Angebot auch sehr entwickelt. Mhm. Plus das, was sich so sehr oft wiederholt hat, da haben wir uns auch mal Hilfe geholt. Also wir hatten dann auch bei den Kursen in München hatten wir auch weitere Nählehrerinnen. Und man hat das schon so aufgeteilt, dass man nicht ständig das Gleiche macht, zum Beispiel. Ja, denn das Gute ist natürlich dann auch, dass ihr eure Teilnehmer dann irgendwann so ein bisschen besser kennenlernt, ne? Und dann noch mehr auch auf das eingehen könnt, was sie gerne machen oder was sich vielleicht nicht so eignet. Ja. Also ich finde, das macht diesen Nähspaß auch, was bei uns auch immer so Vielfalt reinbringt, sind ja auch, wir arbeiten ja auch mit unterschiedlichen Menschen zusammen. Das heißt, damals bei den Nähkursen in München, jede Gruppe war anders und jetzt im Online-Nähatelier, jede Person ist anders und jedes Zoom ist anders, weil eine andere Gruppe, also eine andere Konstellation, zwar oft die gleichen Menschen, aber eine andere Konstellation, eine andere Dynamik, jeder hat ja auch mal eine andere Laune, eine andere Stimmung und deswegen ist es auch wenn es die gleichen Inhalte vielleicht manchmal sind, ist die Dynamik anders und das macht es, finde ich, vielfältig. Also ich finde, man hat selten dieses, oh, jetzt habe ich nochmal das Gleiche, weil die Inhalte sind vielleicht gleich, aber es entwickelt sich eigentlich immer anders. Ja. Und die Schwerpunkte sind anders. Und trotzdem genauso dann manchmal Fehler, die anders entstehen oder Fragen, die doch anders kommen, als man sie eben erwartet. Ja. Plus, wenn man weiß, dass etwas funktioniert oder dass man eine Lösung hat, dann wiederholt man das auch gerne. Dann ist man auch mehr bereit, auch zu sagen, so und so macht man das, weil man weiß, am Ende hat die Person auch ein schönes Ergebnis. Ja. Und dann macht es total Spaß. Ja, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich gerade, wenn man so Kurse gibt, total... Also das gibt einem total viel Energie zurück, wenn man die Teilnehmer hat, die dann am Ende mit einem fertigen Projekt irgendwie rausgehen und manche das vielleicht vorher noch nie genäht haben und dann halten die das in der Hand. Und also das macht ja auch was mit einem selber, wenn man näht und man ist dann fertig mit dem genähten Projekt, was man hat. Ja. Also das gibt ja auch irgendwo so ein Stück Selbstbewusstseinsschub, finde ich. Total, und das ist ja auch der Hauptgrund, weshalb wir das machen, sind die Erfolge von unseren Teilnehmern. Also auch jetzt online, wenn wir einen Kommentar kriegen, so, oh, ich habe das genäht und ich habe das und das gelernt und wow, ich hätte nie gedacht, dass ich das hinkriege. Ja. Das ist für uns, ja,
Ja. Deswegen machen wir das für euch. Wie schön, ja. Also es ist eben so schön, diese Erfolge mitzuerleben. Ja. Na, ihr habt ja eine ganz große Auswahl an Schnittmustern, die ihr online verkauft. Ne? Wie würdet ihr so den Stil von Lulut einordnen? Also eigentlich ist es für uns super wichtig, dass es eher so trendlos ist. Also so die ganzen Designs, die sich so nach und nach entwickelt haben oder rausgekommen sind, sind Sachen, die immer getragen werden können. So. Natürlich kann man mit Stoff eh viel machen, man kann es trendiger machen oder nicht, aber vom Stil her ist es schon eher so, dass es eher so trendlos ist. Plus, was für mich super wichtig ist, ist, dass es auch vielen unterschiedlichen Körpern passt. Mal mit Anpassung, mal nicht, aber so vom Stil her ist es schon so gedacht, dass es so in vielen Richtungen gehen kann. Also das finde ich auch super spannend, auch wenn man das noch entdecken kann, auch wenn ein Bild gepostet wird in der Community, dann schreiben auch mal welche drunter, echt, okay, ich hätte nicht gedacht, dass das mir passt, aber wenn ich jetzt das Bild von dir sehe, dann, dann werde ich mir den Schnitt doch auch holen oder so. Ja. Das finde ich total schön. Ja. Also für mich in erster Linie heißt es praktisch, schön, also so schön, ja, aber muss bequem sein. Okay. Also praktisch vielleicht, ja, okay, ja, bequem. viel, also mit Taschen. Und genau, und sonst gucke ich darauf, dass es immer wieder irgendwo ein Detail gibt, was es ein bisschen besonders macht. Ja. Ja, total spannend. Und wenn man jetzt so eure Mode nähen möchte, wie fortgeschritten muss man da sein? Also es gibt ja viele, die sind Anfänger, gerade so mit Kleidung ist es dann oft nicht so einfach, den Schritt zur Kleidung zu wagen. Gibt es anfängertaugliche Schnitte oder sagt ihr eigentlich, wäre schon gut, wenn man Minimum irgendwie einen Reißverschluss eingenäht hat schon? Nee, oder überhaupt nicht. Wie? Also das war uns sehr wichtig. Wir sagen ja generell immer, man sollte schon nach seinem Nählevel nähen. Also es hängt immer so ein bisschen auch von der eigenen Stimmung und Laune ab. Natürlich. Wenn man jetzt eher gerade in so einem Nähtief ist, dann sagen wir immer, hey, dann starte mit was Entspannterem, was wirklich deinem Nählevel entspricht. Ja. Oder vielleicht sogar noch einfacher ist, dass es dir einfach von der Hand geht. Ja. Und wenn man mal so richtig in Fahrt ist, dann kann man sagen, ja, jetzt habe ich so richtig Bock auf eine Herausforderung. Und dann kann man auch mal sagen, oh, dann traue ich mich an die Manschette oder an den Reißverschluss oder was auch immer die individuelle Herausforderung ist. Aber deswegen war uns ganz wichtig, wir haben ein paar Schnitte entwickelt, die wirklich für Anfänger gedacht sind. Okay. Und auch wenn wir bei uns im Anfängerkurs in München Accessoires genäht haben, weil das wirklich ja, in einer bestimmten Zeit ja auch passieren muss in einem Kurs, haben wir vor allem, ich glaube, zwei Schnitte, gar einen Rock, der Rock Helene. Und unser Blazer Nina sind zwei komplett anfängertaugliche Schnitte, wo wir auch wirklich, oder wo Claire die auch wirklich so entwickelt hat, dass ja zum Beispiel jetzt man auch den Saumnähen auslassen kann, weil wir da einen Trick haben, wie man das sonst machen kann. Also so wirklich diese Sachen, die für Anfänger oft eine Hürde sind, Kleidung zu nähen, haben wir da rausgenommen, aber trotzdem zwei komplett stylische Modelle entwickelt, wo man nicht gleich sieht, so, oh, das ist ja irgendwie selbstgenäht oder halt ein komplettes Anfängerteil oder so. Zum Beispiel der Rock besteht auch eigentlich nur aus einem Schnittteil. Ein kleines Schnittteil. Also man ist auch nicht erstmal stundenlang mit Schnittmusterkleben oder so beschäftigt. Ja. Ja, und das ist uns super wichtig, dass wir da wirklich jeden bei jedem Nählevel abholen können und jeder was dann aber auch eine Herausforderung wieder für sich findet in anderen Schnitten. Ja, ja, das ist ja eigentlich ein ganz spannendes Thema mit dem Nählevel. Ne? Ihr habt ja das Online-Nähatelier und damit verbunden ist ja auch eigentlich so eine eigene, oder das heißt eigentlich ist ja so eine Näh-Community. Genau. Das heißt, ihr seid ziemlich dicht dran an den Leuten, die da mit drin sind. Wie oft passiert das oder wie oft beobachtet ihr das, dass man vielleicht sich manchmal überschätzt, was den eigenen Nählevel angeht, dass man sagt so, oh, weiß nicht, das ist ja toll und das hätte ich so gerne in meinem Kleiderschrank und das probiere ich mal. Also wie transparent ist das da in der Community? Reden da die Näherinnen auch drüber oder werden eigentlich nur die Erfolge geteilt? Nee, auch ja. Fragen werden gestellt und Hürden auch geteilt. Mhm. Ja, genau, weil dann holt man sich auch Hilfe in der Community. Das ist das Schöne dran, finde ich, dass man dann ein Bild posten kann, so, hey, bei mir sieht es jetzt gerade so aus, ist es normal zum Beispiel? Oder, ach, ich würde voll gern noch hier was anpassen, aber wie geht das? Da bin ich noch nicht so weit, ob mir jemand helfen kann. Das gibt es auch, finden wir super, weil dann
Also wirklich, und die warten nicht, dass das eine von uns mal anwartet, so, sondern wirklich auch, genau, es gibt viele, die dann schon fortgeschrittener sind oder die dem Problem schon begegnet sind, dann antworten sie auch gleich oder manche schreiben, oh ja, das würde mir auch voll helfen, wenn jemand drauf reagiert und so. Ja, doch, das, sowas wird geteilt, natürlich Erfolge auch, das ist auch schön, aber schon auch. Und es ist interessant, was du fragst, weil ich habe jetzt gemerkt, dass meistens die Leute, also die neue Mitglieder bei uns mit diesem Problem einsteigen und wir sie genau da mitnehmen, dass ihnen das ja nicht mehr passiert. Ja. Und eigentlich, wenn ich jetzt so überlege, bei uns in der Community, den meisten passiert das nicht mehr, die jetzt schon eine Weile dabei sind. Ja. Das ist wirklich, dass ja der, sag ich mal, der Frust, weshalb auch viele dann sagen, ich will jetzt in so eine Näh-Community rein, ich will da Hilfe und ich will, habe Lust auf so eine Community, weil wir dann ja auch durch, jetzt auch durch unsere Masterclass oder so, die ja jetzt ansteht, genau das besprechen, wie man da rauskommt und dass so einem etwas nicht mehr passiert, weil das ja genau diese Momente sind, die's, ja, die eben einen manchmal so wahnsinnig machen und weshalb man dann auch die Nähprojekte manchmal gar nicht fertig macht, weil man sich so ein bisschen überschätzt hat. Genau, das hatte ich auch gerade gedacht. Ja. Ja. Und da muss ich sagen, bei uns in der Community, das ist eher bei den, die bei uns, also nicht bei den Anfängern, Nähanfängern, sondern bei denen, die bei uns starten, denen passiert das vielleicht am Anfang noch, aber dann mit der Zeit eigentlich nicht mehr. Weil sie dann wissen, okay, wenn ich nach der Strategie gehe, die ich hier gelernt habe, dann passiert das einem halt auch einfach nicht mehr. Weil man weiß, was einem gut tut und wie man eben freudige Nähstunden haben kann. Ja. Ja, und da ist ja auch oft die Gefahr, wenn du jetzt einen Teil nähst, wo dir das Ergebnis nicht gefällt, ja, also wenn du dann überhaupt schon bis zum Ende gekommen bist oder du lässt es halt einfach mal dazwischen liegen und packst es nicht mehr an, dass du dann halt diesen Nähfrust hast, ne, und dann sagst du, okay, ich lasse es erstmal liegen und dann fängt man irgendein anderes Teil an und dann kommt man aber irgendwie gar nicht mehr wieder da zurück oder manche hören ja dann auch auf mit Nähen, weil sie sagen so, oh, irgendwie packe ich es einfach nicht. Ja, ne? Dann stapeln sich die Nähleichen und dann, kommt so eine Blockade, wirklich. Ja, so. Genau, klingt jetzt irgendwie so nach Krankheit, aber das ist sehr... Nee, das ist uns auch super wichtig. Nähen ist ein Hobby von uns. Also von uns ist es der Beruf, aber von vielen, von unseren Teilnehmern ist das ein Hobby. Und deswegen sagen wir immer in erster Linie, es soll Spaß machen. Also deswegen, wir sind auch totaler Befürworter von Perfektionismus aus am Anfang, vor allem am Anfang. Also das kannst du irgendwann mal machen, gerade wenn du den Schnitt schon mal genäht hast oder einfach schon viele Erfahrungen hast. Aber am Anfang ist das so ein großer, so eine große Blockade, die entstehen kann. Und total kontraproduktiv eigentlich, weil es soll in erster Linie Freude machen und man soll auch, ja, eigentlich auch die Fehler feiern, weil dadurch lernt man. Ja, ja. Für viele vergessen auch, dass die am Lernen sind. Und das ist wie bei einer Sprache, weißt du, so, manchmal kannst du noch keine 5 Sätze nacheinander sprechen, sondern man muss sich auch trauen, vorher so kleinere Projekte anzugehen, kleine so Minisätze zu machen, wenn es um die Sprache geht. Und das finde ich, das wiederholen wir, also wenn nach so, wo du gefragt hast, ja, wiederholt ihr manchen Sachen sehr oft und so, also das ist also, ja immer wieder sagen, hey, warte mal, du machst es, weil du Spaß haben wolltest, du willst vielleicht was verändern, auch in deiner Garderobe, ganz sicher und so, aber vergiss nicht, dass das Spaß machen soll auch. Und dann so, ja, so wieder runterbrechen, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Ich glaube, das ist ein großes Thema, weil gerade wenn du auf Instagram bist oder Social Media, du siehst so viele Kleidungsstücke, die selbst genäht sind und dann hast du das in deinem Kopf und denkst, oh, das hätte ich jetzt auch gern für die nächste Saison und willst du das nähen? Und dann merkst du aber irgendwie, ja, vielleicht ist es einfach dann doch zu schwer in dem Moment. Ne? Aber, ja, oder vielleicht hast du halt 3 Kinder und noch einen Teilzeitjob oder einen Vollzeitjob und vielleicht auch gar nicht die Zeit, die 10 Teile in einem Monat zu nähen, die andere nähen. Und das ist aber auch gar nicht dein Nähziel, also und darum geht es auch, dass wir jeder individuelle Terminplaner haben und leben und genauso ist auch das Nähhobby bei jedem individuell und überhaupt nicht vergleichbar mit anderen. Ja, ja, es ist total wichtig, dass man da Leichtigkeit reinbringt in das Thema, ja, absolut.
Es gibt ja viele Schnittmusterlabel hier auf dem deutschen Markt und wenn man sich so umguckt, gibt es ja einfach die meisten Labels, die so Einzelkämpfer sind. Ne? Die haben eine Frontfrau und versuchen das irgendwie alleine zu managen. Bei euch ist ja die Besonderheit, ihr seid zu zweit da. Wie ist das entstanden? Weil ich stelle mir das auch nicht immer so einfach vor, zu zweit. Ach doch, zusammen ist man stärker. Okay. Die Stärke von jeder werden eigentlich so zusammengebracht und dann, also dadurch, finde ich, ist es... Es ist natürlich wichtig, dass wir uns ergänzen. Ja, also wir ergänzen uns halt nur Aufgabenbereichen. Okay. Ja. Ich weiß noch, als wir gestartet haben, habe ich mir ganz viel angehört. Mhm. Ja, aber Moni, du hast doch gar kein Modedesign studiert. Oder du nähst doch gar nicht so viel. Oder du bist doch nur Hobbynäherin. Ja. So, ja, aber ich kann mich halt dafür um unsere Webseite kümmern, gucken, dass die Leute buchen, gucken, dass es irgendwie, damals habe ich ja auch Flyer und das Ganze, die ganze Grafik und alles drum gemacht. Ja. Und plus du kannst dich voll gut hineinversetzen. Genau, und das war eigentlich das Beste, wo wir die ersten Anleitungen bei uns es war ganz am Anfang schon, als wir unsere Kursinhalte geplant haben, hat Claire sich gesagt, so, ja, ich habe mir das und das überlegt. Und ich war so, ja, okay, aber wenn ich das nähen will, dann stelle ich mir eigentlich auch noch die Frage. Und das hat mir so geholfen, also auch beim Anleitungsschreiben, ist das ja so, Claire macht halt eben die technischen Sachen dahinter und halt natürlich also den ganzen Nähpart. Und ich formuliere dann die Anleitungen aus und stelle dann eben Gegenfragen und sage, hey, an dem Teil würde mir jetzt aber das fehlen oder auch, das kann meiner Meinung nach raus, ist vielleicht eher verwirrend. Also das heißt, wir blicken halt einmal mit dem professionellen Auge bei uns immer drauf, aber auch mit dem Hobby-Näher-Auge, weil ich halt das auch jetzt nicht professionell gelernt habe. Okay, das heißt, du hast Modedesign studiert? Ja. Und ihr habt euch dann irgendwie gefunden. Wie funktioniert das? Wart ihr vorher schon befreundet, oder? Ja, aber jetzt nicht so Best Friends. Nee, also genau, das hat sich erst... So ja, genau. Und dann war es einfach so, ich habe eh schon immer selbstständig gearbeitet. Ich bin aber eigentlich Kartografin. Ja. Also Kartografiestudentin. Okay. Und Medientechnik, also der Bereich hilft mir natürlich jetzt noch ganz viel. Und Claire eben Modedesignerin und es hat sich irgendwie so ergeben, dass, ja, vielleicht kannst du erzählen, weil es von dir initiiert wurde eigentlich. Mir war eher so, okay, ich habe 5 Jahre bei einem Designer gearbeitet, so ungefähr so alles mitgemacht und dann war ich so, ja, aber gut, jetzt möchte ich voll schon auch mein eigenes Ding machen. Okay. Und dann war es so, ja, schon Laden und dann auch Mode, aber auch nur Laden mit eigener Mode, es ist... Ja, irgendwie nur ein Standbein war zu wenig, dann eher so Kurse und so. Dann haben wir auch drüber geredet und Moni meinte auch, ja, sie hatte auch immer einen Laden im Kopf, aber auch so, ja, was rein. Damals war es bei mir eher so ein Second-Hand-Laden oder so. Da habe ich ja noch immer eine Liebe dafür. Ja, genau, sowas ist einfach immer so. Und dann, ja, und dann haben wir drüber geredet, ja, was könnten wir eigentlich machen? Und so hat sich das entwickelt, einfach so, jede von uns hat einfach erzählt, was man für Vorstellungen hätte und auch wirklich dann irgendwann auch wirklich so ein bisschen mehr businessmäßig ran gegangen und okay, Businessplan aufgeschrieben, Sachen aufgelistet und so. Stück für Stück. Also das können wir sagen, für uns war es damals nicht so, oh, wir haben schon das große Bild irgendwo gesehen, was einem oft geraten wird. Das war bei uns gar nicht so, sondern wir haben es wirklich so Stück für Stück und ich glaube, wir haben in dem Moment gar nicht so 100% daran geglaubt, dass es vielleicht statt... Also wir wussten es nicht. Wir haben gedacht, ach ja, wenn der nächste Schritt passt, dann gucken wir halt weiter. Ja. Und das hat sich so ergeben. Ja? Ja. Wir haben uns zusammengesetzt. Ach, die Idee, so ja cool. Ja, und irgendwie, die Vibes sind gut. Ja, komm, wir stellen es mal finanziell auf. So ein bisschen so, okay, sieht auch gut aus. Dann lass uns mal eine Bank finden. Ja. Und das muss ja so ein bisschen parallel passieren, Bank und... Laden. Und wir haben ja zu dem Zeitpunkt beide noch in München gelebt. Mhm. Und auch so, genau, in München, ein Laden. Und dann haben wir einen coolen Laden gefunden und die Bank hat uns gleichzeitig so easy einen Kredit gegeben. Wir waren so, okay. Und wo sind Steine im Weg? Es gibt keine. Stand halt irgendwie die Öffnung bevor. Und dann hat sich der Laden aber natürlich auch entwickelt. Genau, das ist das, glaube ich, was unsere Stärke ist. Erstens, dass wir uns voll gut ergänzen. Auch wirklich so, jede von uns hat auch einen Bereich, wo sie spezialisiert ist oder so. Und dann kann man auch, wir können sehr gut kommunizieren miteinander, super wichtig. Und vor allem, wir sind auch offen für Veränderungen oder dass man sich anpassen soll oder das Konzept, das Ganze. Ich fühle mich ein bisschen weniger als Moni. Moni ist eher offener als ich für neue Sachen. Ich bin immer ein bisschen hinterher. So, okay.
Lass uns nochmal drüber nachdenken. Bereite mich erstmal darauf vor. Komfortzone, ja schon, mag ich schon gerne. Aber trotzdem sind wir beide schon bereit, ja, einfach das Konzept zu ändern und anzupassen und dementsprechend. Also das wurde auch voll oft von Freunden von uns gesagt, so, cool, wie ihr euch immer dann neu erfindet und so. Ja, ansonsten gibt es uns auch nicht mehr, weil wir immer so nur in diese Richtung gehen und, also finde ich, glaube ich. Ja, das ist auch, glaube ich, der größte Rat, den wir an Selbstständige weitergeben können, ist diese Flexibilität zu behalten. Mhm. Also dass das nichts Schlechtes ist als Selbstständiger, sondern das ist deine Superpower als Selbstständige, dass du immer wieder neu polen kannst, ist das jetzt das, was mir eigentlich Spaß macht? Ist das jetzt das, weshalb ich eigentlich selbstständig bin? Und wenn nicht, solltest du das ganz schnell aber ändern. Und das kannst du ja, die Freiheit hast du ja als Selbstständige. Und auch auf die Kundschaft hören. Wenn die, also im Laden zum Beispiel hatten wir sehr lange die eigene Mode, die wir fertig verkauft haben, von mir genäht vor Ort. Und dann gleichzeitig die Nähkursen. Und viele von den Nähkursen haben natürlich gefragt, ja, darf ich das auch selber nähen? Und am Anfang war es kompliziert, neuer Bereich, bla bla bla, weil, wie soll das gehen? Weißt du, ich hatte meine Schnitte auf Papier und das war es dann so und dann noch nicht mal digitalisiert. Und dann, das waren natürlich noch viele neue Schritte, die man machen musste, damit sie das auch nähen können. Ja. Aber am Ende, warum nicht? Ja. Also wenn sie schon, wenn mehrere, nicht nur eine Person. Okay, aber dazwischen waren auch noch zwei, drei andere Schritte, weil wir haben dazwischen noch drei GU-Bücher geschrieben mit Anleitungen und haben dadurch halt auch Erfahrung gekriegt. Nur das Schnittmuster rausbringen, ohne Anleitung geht nicht. Nee. Das ist so. Deswegen da Erfahrung gesammelt durch die Bücher. Ja. Und dann danach halt die eigenen Schnittmuster rausgebracht, das erste Mal auch. 2018, genau. Ja, genau. Das mit den Büchern natürlich, das hat uns auch die Sicherheit gegeben oder die Confidence gegeben. So, ja, wir können das. Also machen wir das auch jetzt. Ja, und da war es vielleicht gerade gut, dass ihr nicht beste Freunde vorher wart, ne? Sondern dass man da wirklich... Das ist so schön, wie sich das auch entwickelt hat. Wie heißt das Buch, was GU rausgebracht hat? Also wir haben zwei Ratgeber und ein größeres Buch. Das ist einmal Workshop nähen. Okay. Und die Ratgeber sind Taschennähen, damit haben wir angefangen, und Röcke nähen. Genau, sind schon ein bisschen älter jetzt. Also 2015, 2016 haben wir die, glaube ich, rausgebracht. Ja, aber das Workshop-Nähen immer noch, also wenn wir reinschauen, finden es doch immer total schön und spricht wirklich immer noch so unseren Werten oder unserem, ja, also klar, bei eigenen Anleitungen hat man mehr Freiheit, aber... ja, wir stehen da noch immer dahinter. Ja, ja, cool. Und den Laden in München habt ihr aber nicht mehr, ja? Genau, das war einfach alles durch, also Pandemie, alle Kurse mussten gecancelt werden. Wie lange, weiß man nicht, dann doch ein paar wieder gegeben. Plus Moni hat dann schon nicht mehr in München gewohnt in der Zeit. Ich bin nach Ulm gezogen. Genau, also davor schon. Und dann war ich und also unsere Angestellte war auch da und... dann keine Kurse und so weiter und so fort. Und irgendwann war es bei mir auch an dem Punkt, dass ich nicht mehr in München gewohnt habe. Und wir dachten erstmal, ja, machen wir weiter, aber wenn es keine Kurse gibt und ich und Moni auch nicht mehr vor Ort sind, das summiert sich einfach. Es ist einfach. Plus wir hatten schon angefangen, wir hatten da auch schon angefangen mit dem Online-Nähatelier eigentlich. Weil wir konnten einfach nicht nur vom Online, von Offline leben, weil es kein Offline mehr gibt. Ja, genau. Also haben wir da, nachdem wir die Schnittmuster schon seit einem Jahr oder so, oder zwei... Nö, länger, 2018 haben wir damit gestartet und das Online-Nähatelier haben wir 2021 gestartet. Wir haben natürlich vorher ein bisschen Vorlauf gehabt zum Vorbereiten, Aber ja, und das auch wieder die Veränderung. Und eigentlich für uns eine richtig glückliche Fügung. Ja, Pandemie hin und her. Total traurig auch, dass wir unser Atelier schließen mussten. Natürlich hat uns auch wirklich viel Überwindung gekostet, diese Entscheidung zu treffen. Aber jetzt im Nachhinein wirklich war es für uns die beste Entscheidung, weil wir leben nicht mehr in München. Das heißt, es wäre eh für uns irgendwie nicht ganz stimmig gewesen. Und jetzt können wir das machen und also trotzdem noch das weitergeben. Es ist viel mehr Offenheit natürlich dadurch gewesen für Online-Programme. Ja. Und du lebst ja sogar in Frankreich, ne? Das heißt also, ihr seid absolut remote unterwegs, so im Alltag. Ja, Wahnsinn. Und ich meine, durch das Online-Nähatelier könnt ihr ja auch noch viel, viel mehr Leute erreichen. Ne? Ganz genau. Das hast du ja natürlich in dem Atelier vor Ort auch nicht gehabt. Ja.
Doch, also wir sehen da mittlerweile. Ja. Wir sind flexibler. Ja. Wie wir vor ein paar Jahren immer gesagt haben, ja, wir sind offline unterwegs, haben wir jetzt, ja, wir sind mit Stolz online unterwegs. Nur noch ja, online weil unterwegs. Ich glaube auch eine so Veränderung, man sagt das dann so im Nachgang so leicht. Ich glaube in dem Moment, auch wenn man so einen Laden hat, so ein Schätzchen und man ist ja dann auch in der Umgebung vertraut mit allem und kennt die Leute, dann ist es auch nicht mal eben so gemacht wahrscheinlich. Ja. Ja. So, Lulu steht ja für Nachhaltigkeit, ne? Genau. Deswegen fand ich ganz süß, dass du meintest Second-Hand-Laden vorhin, dass ihr überlegt habt, da irgendwie Second-Hand loszulegen. Nee, es war immer mein, also Claire nicht so. Es war immer so mein Ding, wenn, als ich an Laden gedacht habe, war für mich immer so, ah, ich hätte voll Lust auf einen Second-Hand-Laden, weil ich auch gern so eben gucke und recherchiere oder halt einfach solche Sachen finde und so ein Auge dafür habe. Und es macht mir bis heute noch Spaß. Ja. Ja, aber da schlummert ja in dir einfach schon auch das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr lange drin. Und ich habe mich gefragt, wenn man selber näht, dann ist es ja schon damit verbunden, dass man immer was Neues irgendwo kreiert. Und Nachhaltigkeit, so im allerersten Moment, die Assoziation ist dann eher, okay, Secondhand oder vielleicht so Upcycling-Projekte. Wie würdet ihr die Nachhaltigkeit bei euch definieren oder erklären? So wie geht ihr mit dem Thema um oder versucht es so in die Community reinzubringen? Also würde ich sagen, ist so in zwei Bereiche eingeteilt. Einmal, when the damage is done, also wenn man quasi schon die Sachen hat oder die man aussortiert hat. Mhm. Dann gibt es natürlich Upcycling, Wiederverwertung, solche Sachen. Mhm. Also ich glaube, das ist vielen bekannt auch mittlerweile schon, Redesign. Aber wir setzen da eben an, dass man das schon vorm Nähen macht. Also wir sagen, Nachhaltigkeit beim Nähen beginnt, bevor man Stoff hat, bevor man Schnittmuster eigentlich ausgesucht hat. Okay. Weil, was ist oft das Problem? Oh, ich habe den falschen Stoff für das Schnitt verwendet. Oh, der Stoff hat mir so gefallen, aber eigentlich passt das überhaupt nicht zu meinen Klamotten, die ich habe. Mhm. Der Schnitt sah an ihr schön aus, bei mir irgendwie nicht so meins. Ja, deswegen trage ich es nicht. Also das sind so Sachen, wo man am Anfang oft so voller Elan loslegt, wenn man es dann fertig näht überhaupt, weil es gibt da natürlich auch nochmal die Hürden mit eben, oh, das ist eigentlich zu schwierig oder so für mich, dass man das Teil nicht trägt. Und da sagen wir, sollte die Nachhaltigkeit schon viel früher ansetzen und zwar eben bei der Planung schon allein. Also genau, vielleicht. Ja genau, also klar produziert man was, aber wenn man schon diesen Schritt geht, dann wollen wir vermitteln, das kannst du so nachhaltig wie möglich planen. Ja. Klar, wir wissen, alles, was produziert wird, ist an sich nicht nachhaltig. Also wir machen uns jetzt nichts vor, es ist ja klar. Wenn man es trotzdem möchte, dann achten wir darauf, dass man es auch sehr lange trägt, dass man wirklich lange was davon hat. Plus man kann auch wirklich gucken, je nachdem, wie sehr man dahinter steht, woher man dann, wenn man auch sein Projekt schön geplant hat, woher man dann die Stoffe hat. Und da sind auch viele Möglichkeiten, so nachhaltig wie möglich damit umzugehen. Also dann eher so Biostoffe? Genau, oder? Also entweder, wenn neu, dann auf jeden Fall Bio, fair und so wirklich Naturfasern. Genau, dann auch gucken, dass die Materialien, die dazukommen, auch so abbaubar wie möglich sind. Und dann kann man aber auch, wenn man noch weitergehen will, gucken, dass man nur Stoffe kauft, die dann vom Flohmarkt kommen oder von so Stoffe tauschen. Genau. Oder eben aussortierte Klamotten oder aussortierte Sachen, wo man sagt, da gefällt mir aber noch der Stoff. Kann man das ja auch wiederverwerten. Zerschneiden, auch wenn es weh tut. Genau, das ist auch eine große Hürde. Wenn es aber nie getan wird, ist das schon eine schöne Sache. Genau, aber dazu noch zu sagen, weil ja viele dann immer gleich in so einen Stress kommen, also ich kenne es von mir auch, dass ich gleich so, jetzt darf ich nur noch fair kaufen und nur noch Bio und das. So, nee, darum geht es nicht. Sobald man sich schon informiert, also eigentlich alle, die jetzt schon zuschauen, sind schon im Prozess drinnen. Okay. Also deswegen, man kann da oder man sollte auch darauf vertrauen, wenn das einen interessiert und man sich solche Sachen anhört, mal eine Doku anschaut oder bestimmten Instagram-Kanälen folgt, ist man schon mitten im Prozess drin und man wird das Stück für Stück immer mehr integrieren und immer mehr umsetzen auch, weil die wenigsten sind von uns, ticken so, also es gibt ein paar, aber die kenne ich auch nicht, diese Seite. So, ich muss jetzt auf einmal alles ändern und irgendwie, ich will das jetzt ändern. Und die das dann auch wirklich können, das sind wirklich die wenigsten und wir auch nicht.
Und wir haben nur gemerkt, weshalb wir das jetzt so uns auch ja, da als Expertinnen eben positionieren, dass wir sagen, okay, nachhaltig nähen ist unser Ding. Mhm. Wir haben es schon immer gemacht. Ja. Mhm. Uns ist das echt vor kurzem erst, ja, oder genau, seit vor ein, zwei Jahren, als wir es noch in die Atelier gegründet haben, erst bewusst geworden. Also, okay, wir machen das eigentlich ja schon immer. Mhm. Wieso bringen wir nicht unsere Erfahrungen ja, nach außen, weil wir immer ja wieder auch gemerkt haben, das wird nachgefragt und da ist Interesse da. Ja. Und deswegen ja, thematisieren wir das jetzt auch. Hm. Ja, und auch manchmal, wenn man ein neues Projekt vor Augen hat, erstmal den eigenen Schrank angucken und schauen, was habe ich eigentlich schon alles für Stoffe. Ne? Ist es jetzt wirklich irgendein Trend, den ich hinterherjagen muss oder irgendein Model oder Nähblogger, die ich verehre, weil es bei ihr toll aussieht? Oder ist es wirklich was, was ich schon habe und nutzen kann und der Wert eigentlich nur brach liegt im eigenen Schrank? Ne? Genau. Also, ja. Ja, und vielleicht auch ein Stück weit dieses ein bisschen zu wissen, ne, was einem steht oder worin man gut aussieht. Ne, dass man dann auch gezielter gucken kann oder wenn man sich dann in einen Stoff verliebt, der nicht dieser Farbe entspricht oder Farbkombi, dann bewusst Nein zu sagen, ich versuche zu widerstehen. Oder zumindest sich bewusst dessen ist. Man kann ja auch sagen, oh, jetzt steht diesen Sommer die eine Feier an und dann nehme ich jetzt mal diesen richtig trendigen Schnitt mit dem trendigen Stoff. Nee, jetzt mal so plakativ gesagt, ja. Wenn man sich dessen bewusst ist, ist es ja auch okay. Dann kann man danach immer noch sagen, hey, wenn ich es nicht trage, dann weiß ich schon eine Freundin, der das gefallen wird. Oder ich frage in meiner Instagram-Community, will das vielleicht jemand haben? Mhm. Also, dass es vielleicht trotzdem ein weiteres Leben findet. Ja. Aber man ist sich zumindest dessen bewusst. Mhm. Und ich glaube, wenn man ja, das Bewusstsein dafür hat, entscheidet man Dinge auch anders, als einfach darauf loszunähen und dann eben die 10 Trendteile zu haben und am nächsten Jahr zu sagen, ja, okay, aber was mache ich jetzt damit? Ja, manchmal muss man dieser besagten Wahrheit, finde ich, einfach so ins Auge blicken. Ne? Und manchmal will man es einfach nicht wahrhaben, ja, weil man irgendwie so eine emotionale Bindung zu irgendeinem Teil hat oder zu irgendeinem Stoff. Und sagt, damit verbinde ich es, aber es fällt mir so schwer, mich davon zu trennen. Ne? Aber, ey, bin ich total dabei. Ich habe teilweise Sachen, oder ich glaube, wir beide, wirklich. Claire hat jetzt letztens was auf Instagram gepostet, ein Kleid, das sie als Teenie getragen hat. Ja. Und so, okay, erstmal passt wieder. Auch schön. Und bei mir genauso. Also ich bin, ich persönlich bin nicht unbedingt ein Kleiderschrank-Minimalist. Ich bin eher so jemand, ich räume die Sachen auch weg und ich tue dir dann auch mal, ich bin auch jemand, der im Sommer und im Winter die Sachen immer wegräumt. Ach so, okay, dann immer nach genau, vorne. Genau, und ich freue mich dann richtig, weil ich bin da manchmal auch wie so ein Eichhörnchen, so, oh, total vergessen. Und es ist dann wie so, cool, ich muss eben, viele sagen ja viele zurzeit auch im eigenen Kleiderschrank einkaufen, ist bei mir total oft, weil ich dann die Sachen wieder rausräume oder austausche oder ich habe Sachen, die ich in dem einen Jahr, wo ich gesagt habe, oh nee, ich hole es gar nicht raus, weil es mir irgendwie, habe ich gerade kein Bedürfnis, das zu tragen oder gefällt mir gerade nicht, was ich wirklich jahrelang später dann wieder rausgekramt habe und gedacht, boah, bin so froh, dass ich das aufbewahrt habe. Ja. Und so mag ich das eigentlich total gern. Bei mir ist das so ein eigener Kreislauf. Oder dann eben manchmal hole ich mir was aus dem Secondhand, ich bringe was in Secondhand. Oder unter Freundinnen tausche ich auch ganz gern. Ja. Ja, das ist so eine Sache, ne? Also ich glaube, du hattest es auch neulich irgendwie geschrieben in der Story, dass du das so meditativ findest, so Knöpfe anzunehmen. Ja, ja, und mir geht es eigentlich eher andersrum. Ich denke so, boah, was für ein Pflichtprogramm. Ja, also ich bin sowas von ungeduldig. Und ich meine, wenn man jetzt so alte Sachen, Geschirrhandtücher oder so flicken möchte, ne, das ist ja auf der einen Seite auch total nachhaltig, aber auf der anderen Seite, wenn man mit der Maschine Kleidung näht, dann freut man sich daran, dass die Kleidung so schnell fertig sind, dass die Nähte so schnell genäht sind, ne, und man hat irgendwie als ungeduldiger Mensch da echt Probleme zu sagen, ich fange da jetzt an, mit der Hand irgendwie zu stopfen. Ich finde, was mir dabei voll geholfen hat, weil ich war auch eher so Handnähte, habe ich lange voll gehasst, ist vielleicht ein bisschen stark, aber wirklich vermieden. Und mittlerweile tatsächlich finde ich das schön. Also ich weiß nicht, was genau bei mir so Klick gemacht hat, aber ich glaube eher ein bisschen dieses, ja, aber das ist genau so ein Schritt, was ich mir so für mal zwischendurch einplanen kann. Was man kann nicht immer 2 Stunden an der Nähmaschine sitzen. Ja. Und dann freue ich mich eigentlich, darf trotzdem, ich kann mir diese Nähzeit gönnen, weil die nur 10 Minuten oder vielleicht auch eine halbe Stunde ist, weil eine Handnaht kann auch eine halbe Stunde dauern, aber die kann ich mir viel einfacher einteilen und dann freue ich mich total drauf. Also für mich ist es doch mittlerweile auch ein
ja, auch so ein schönes Erlebnis vom Nähen, doch mit der Hand zu nähen, was ich früher nicht hatte. Mhm. Und das passiert auch mit Reparieren, Flicken oder so. Ja. Kann ich dann doch vom Wohnzimmer aus machen oder mal im Urlaub. Moni hat auch mal im Urlaub sowas gemacht. Mhm. Das sind so Sachen, die kann man leicht mitnehmen und erledigen. Und dann ist danach dieses so, yes, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Das ist so auch so ein Glücksgefühl. Ja. Und eigentlich immer. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ja, wirklich, genau. Weißt du, wie ich im Urlaub hingesetzt habe, Klappe ab und alles vorbereitet und dann so 15 Minuten später so, irgendwie habe ich jetzt erwartet, dass das jetzt so eine richtige, füllende Eine-Stunde-Aufgabe ist. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux dahinter, ne? Sich bewusst die Zeit dafür zu nehmen und zu sagen, jetzt mache ich mal nichts anderes, sondern jetzt ist das Priorität und die Zeit nehme ich mir dafür. Aber ganz ehrlich, wenn man keinen Spaß daran hat, ist es auch okay. Ja, und darum geht es auch. Also man muss sich jetzt auch nicht dazu zwingen, weil man sagt, oh, alle sagen immer, das soll Spaß machen, aber macht es aber keinen Spaß. Ja, dann ist es so. Ja. Ist doch auch gut. Ja. Dafür machen dir andere Dinge Spaß, die uns keinen Spaß machen. Ja? Also, und dann musst du auch nicht die Handtücher flicken oder die Socken flicken oder was auch immer andere total meditativ und toll finden. Ja. Und darum geht's, dass jeder das macht, was einem Spaß macht und was man für, wo man für sich das Nähhobby zu nutzen machen kann. Ja. Und vielleicht so. Du die Handtücher nicht mit der Hand, sondern machst du eine schöne Applikation drauf. Ja, genau. Also, oder bügelst eine Applikation drauf. Also gibt es auch genug schöne Applikationen mittlerweile. Ja, ist es dann wahrscheinlich wirklich dieser schmale Grat, ne, dass man sich oft mit anderen vergleicht und dann einfach irgendwann aufhört, auf sich zu horchen und zu gucken, ne, was tut mir eigentlich gut und was braucht es, damit ich mein Hobby auch mit Freude ausleben kann, ne, und machen kann. Ja. Das kriegen wir auch in der Community oft zu hören, so, oh, du, also eine kommentiert, du nähst aber gerade voll fleißig, ich komme nicht dazu. Hm. Ja, voll okay. Du kommst noch nicht zurzeit nicht dazu, weil du gerade beschäftigt bist mit was anderem. Also eine macht gerade Marathon oder so. Man muss ja auch nicht mal sein. Es kann auch das Leben sein, dass bei einer so ist. Wir haben auch, hat eine mal, die Carmen so oder so, aber bei uns aus der Community hat mal geschrieben, hey, ich habe jetzt in einem Jahr, ganz ehrlich, 2 Teile genäht. Klingt für viele wenig, für mich ist das wow, das hätte ich ohne das Online-Nähatelier gar nicht erst gemacht, also ich hätte nicht mal 2 Teile genäht. Ja. Das heißt, sie hat da ihr Nähziel schon erreicht nach einem Jahr, weil sie gesagt hat, ich will überhaupt Kleidung für mich mal nähen. Ja. Und das scheint für jemand anderen total wenig, aber das hängt davon ab und deswegen machen wir auch immer Nähziele und sagen auch immer, Nähziele sind total wichtig, weil man das so für sich auch erstmal wirklich überlegen kann, was ist realistisch. Ja. Also es gibt ja dieses, was hätte ich gerne und ist das überhaupt realistisch? Alles. Genau. aber dann kann man halt auch nicht schlafen und das ist auch nicht gut. Ja, gut, eine Zeit lang schon, aber irgendwann. und für eine andere Person ist das schon wirklich eine große Veränderung. Ja. Ja, also das ist ein wichtiger Ansatz, ne? Dieses Umdenken, einfach mal gucken, wo stehe ich eigentlich und wo will ich hin. So, ja, genau, genau, also sich auch wirklich so wieder so einen Schritt zurückgehen und nicht vergleichen und nochmal so, hey, warte, meine Erwartungen an mich oder so meine Bedürfnisse sind so und so und es muss jetzt nicht wie die andere aussehen. Oder? Ja. Ja, ihr bringt ja relativ regelmäßig neue Schnittmuster auch raus. Was ist denn aktuell in der Planung? Also jetzt im Herbst kommt ein Blazer, also so eine Jacke, Blazer tailliert, also das heißt Essa. Okay. Und es ist tailliert relativ kurz, kann man natürlich aber selbst noch variieren, wenn man möchte. Und vorne ist es so mit einer Doppelreihe Knopfleiste, genau. Und aus Webware genäht. Aus Webware, genau, genau, ja. Ja, also das und im Herbst, Winter kommt noch ein Mantel raus. Ja, genau. Oh, ein Mantel. Da sind ja immer, das ist
ja, würde ich so bei uns sagen, auch ein bisschen das Steckenpferd von Claire. Also da stehen immer ganz viele drauf auf unsere Mäntel. Mhm. Und ich glaube, jetzt wird es so ein easy, nee, nicht easy, nee, aber so ein, erzähl doch mal darüber. Genau. Ja, genau. Also easy ist es nicht, aber es ist eher so klassisch gerader Mantel mit Teilungsnähten vorne und hinten, sodass man es noch, wenn man möchte, noch mehr taillieren kann. Mhm. Es hat Taschen an der Seite, Taschen vorne versteckt in den Nähten und eine Kapuze, die man nicht einbauen muss, kann weglassen und einen Kragen. Genau, und die Knopfleiste ist verdeckt, das finde ich total schön. Also keinen Reißverschluss? Keinen Reißverschluss, okay. Genau, weil sowas hatten wir schon im Sortiment und ich wollte schon was Ergänzendes jetzt machen. Ja. Und keinen Bindegürtel, und das haben wir auch schon. Und den Easy-Mantel haben wir auch schon. Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, der neue Mantel ergänzt einfach voll gut die anderen, dann ist wirklich für jede was dabei. Ja. Das klingt sehr spannend. Wie ist das, wie organisiert ihr das, wenn ihr einen neuen Schnitt rausbringt? Es gibt ja, weiß nicht, Probenäher, Designnäher. Wenn jetzt hier irgendjemand zuschaut und sagt so, oh, das sind total schöne Schnitte und ich würde unbedingt gern da irgendwie mit unterstützen. Wie offen seid ihr überhaupt, dass man da noch mit ergänzen kann? Ja, sehr. Also man kann sich immer gern bei uns melden. Also wir haben ein Probenäh-Team und ein Designnäh-Team. Da unterscheiden wir auch, weil Probenähen ist bei uns wirklich, dass man nochmal die an... Also man kriegt schon relativ fertig alles. Okay. Also man kriegt auch einen Schnittbogen von uns zugeschickt und die Anleitung digital. Mhm. Und dann geht man die eigentlich durch und gibt uns einfach Feedback, was hat, also wo sind vielleicht Fehler oder was war nicht so stimmig oder da fehlt mir ein Schritt noch oder... auch zur Passform, das hat irgendwie, kam bei mir so und so raus. Mhm. Und natürlich, wenn wir da mehrere Male die gleichen Feedbacks kriegen, dann wissen wir, okay, da muss noch was angepasst werden. Mhm. Und Designing geht ja wirklich nur um, ich präsentiere ein Beispiel von einem eurer Modelle. Also da geht es dann eher auch um die Fotos und um das genähte Teil, fertig genähte Teil. Und da kann man immer gerne E-Mail schreiben an online@loot.de. Mhm. Und so die Voraussetzungen, wie viel Näherfahrung muss man da mitbringen oder? Also da ist es eher so Eigeneinschätzung. Wir geben dann das Nählevel, also wir sagen hier, neues Schnittmuster kommt raus, Probenähteam, seid bereit. Man soll sich bewerben dann jedes Mal auf die neue Nährunde. Man muss nicht mitmachen. Also genau, man muss nicht mitmachen. Okay, also wenn man einmal drin ist, okay. In manchen Probenähteam ist es so, wenn man drin ist, sollte man alle Schnittmuster nähen, bei uns nicht. Also wir haben so, ja so, wir schicken die Infos raus. Wenn man Lust und Zeit hat, weil der Zeitraum steht, dann kann man sich bewerben und dann, also es ist jetzt nicht bewerben, genau. Nochmal Fotos schicken, was weiß ich, sondern nur, ich habe Interesse, ich hätte Zeit. Und dann quasi anmelden. Ja, genau. Ja. Somit kriegt man nicht 1000 E-Mails, die man nicht braucht oder so, sondern einfach nur, okay, ich bin interessiert, dann hier. Ja. Und beim Designnähen werden wir, das haben wir jetzt erst so gestartet mit dem Designnäh-Team, werden wir aber auch so machen. Also gerade fürs Designnäh-Team suchen wir auf jeden Fall noch Leute, die Lust haben und Spaß haben, auch Fotos zu machen von sich selber. Da gerne melden. Und da wird das genauso sein. Also wir haben wieder eine Designerrunde mit den und den Schnitten. Mhm. Wer hat Interesse, wer hat Zeit? Ja. Ja. Gut, also die E-Mail-Adresse werden wir hier unten natürlich auch nochmal verlinken. Und dann bewerbt euch gerne. ja, was habt ihr für die Zukunft geplant jetzt? Ich habe schon in eurem Newsletter gelesen, es wird wieder eine Masterclass geben. Erzählt doch mal. Ja, ganz aktuell eben machen wir zum zweiten Mal die Masterclass Kleidung nachhaltig nähen, wo wir eben das, was wir eigentlich gerade alles besprochen haben, aufgreifen und ja wirklich dazu anleiten wollen, dass man die Sache, also seine Nähprojekte am Anfang schon plant oder zumindest sich bewusst darüber wird, was sind meine Nähziele, das besprechen wir gemeinsam und auch wie man das natürlich herausfindet, was die Nähziele sind und wie man die auch realistisch festlegt. Dann ein ganz großer Teil bei uns sind Wohlfühlschnitte, nennen wir sie. Okay. Das sind die paar Schnittmuster, die man für sich entwickelt, herausfindet, die man einfach gerne näht, die ich weiß, die passen zu mir und die man im besten Fall irgendwann auch gut kennt, gut nähen kann, weil das sind die Schnitte, auf die wir immer wieder zurückgreifen, wenn wir in den Nähtief sind, wenn wir irgendwie was Leichtes nähen wollen, was uns vielleicht von der Hand geht. Ja. Oder auch die wir selber noch anpassen können und individualisieren können und vielleicht zu ganz neuen Modellen kreieren können. Also man braucht nicht immer
100 Schnittmuster, sondern wir wollen auch so ein bisschen, dass man das Auge schult für, okay, das sind meine Wohlfühlschnitte und eigentlich kann ich diese Art von Design auch aus meinem Wohlfühlschnitt kreieren, ganz einfach mit den und den Tricks. Ja. Und das packen wir in der Masterclass an, gehen das gemeinsam durch, wir haben eben zwei Lives, man kriegt zwei Workbooks, wo man wirklich auch direkt hands-on anlegen kann und für sich das herausfindet und am Ende von der Masterclass auch weiß, wo man steht und was jetzt die nächsten Schritte sind, die man zu gehen hat, um eben Kleidung zu nähen, die man am Ende nur noch gerne trägt und die einem auch passt. Ja, dass man auch weiß, genau, mit den Stoffen, welche Stoffe passen zu mir, welche Stoffe passen zu den einzelnen Schnittmustern, also dass man da wirklich mehr Fokus drauf legen kann. Weil das sind die großen Hürden einfach aus der Näh-Community. Das wissen wir, das haben wir als Feedback gehört, das haben wir in den Kursen festgestellt und so. Entweder man ist einfach überfordert, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Man weiß gar nicht, womit man anfangen soll. Man hat einfach so viele Namen, Schnittmuster, Namen auf der Liste und so viele Stufen. Man weiß gar nicht mehr, was, wohin, wozu und so. Und das andere ist, die andere große Hürde ist einfach, dass man losnäht und am Ende passt es nicht. Und das sind zwei Probleme, die wir durch diese Methode einfach lösen. Das ist wirklich einfach so. Wir haben das dadurch wirklich so, diese Hürden gibt es nicht mehr. Und das ist wirklich, da freuen wir uns einfach, das mitzuteilen, wie das geht. Na, und da wahrscheinlich auch nur dieses so der Wahrheit ins Auge gucken, ne, und schauen, oder auch mit den Wohlfühlschnitten, fand ich auch spannend, weil du ja meintest, eure Schnitte sind halt auch total zeitlos, ne, und variabel. Und ich finde, das ist auch so der große Mehrwert eines Schnittmusters, dass du es einmal hast und du kannst halt so dein Lieblingsteil immer wieder neu daraus nähen. Ne? Ja. Also ich brauche im Leben auch nicht viele Schnitte, aber ein Schnitt, der mir richtig gut gefällt, der mir passt, ne? Und dann Stoffvarianz gibt es ja noch und nöcher. Also. Ja, Stoffe, aber auch an sich, man lernt ja auch mit der Zeit dazu und kann sich selber auch Elemente dazu noch kreieren. Und selber auch mal rumprobieren. Vielleicht hat man irgendwann eine total kreative Phase und sagt, ich probiere da jetzt auch selber mal ein bisschen rum. Und das ist etwas, was ich voll gerne weitergebe. Also wir haben zum Beispiel nächste Woche in einem Coaching bei den Premium-Mitgliedern geht es um diesen Blazer-Esser. Und ich werde Ihnen zeigen, was man alles darauf, also was es noch für tausend Möglichkeiten gibt, wenn man nur hier noch einen Streifen mehr einfügt oder die Ärmel weglässt oder was auch immer. Also dass man weiß, ah ja, aus dem Schnitt, okay, der Schnitt, so wie der jetzt ist, war nicht unbedingt meins, aber wenn ich jetzt den Kragen aus zwei Farben nähe, dann ist es auf einmal, passt es zu meiner Hose oder sowas. Was, das, ich gebe da voll gerne einfach so kleine Variationen, Tipps, und dann, die sehr viel bewirken. Die sehr viel bewirken, genau. Ja. Manchmal sind größere Variationen, aber wo man nicht unbedingt so selber dran gedacht hätte. Und da merkt man auch, wie viele Möglichkeiten es gibt. Okay, da ist es wieder so, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber dann gehen wir wieder drauf zu so, okay, was ist für dich die richtige Variante? Und du sagst, die Masterclass ist an zwei Abenden, ja? Genau. Oder? Am 20. und 22. September abends um 20 Uhr jeweils machen wir Lives. Also live ist natürlich immer so ein bestimmter, kennst du ja auch, so ein ganz besonderer Vibe mit dabei. Gell? Das, da kann man auch Fragen stellen und direkt eben mitwirken. Ja. Wir beziehen auch die Leute mit ein, die live mit dabei sind. Es gibt aber auch Aufzeichnungen, wenn man da jetzt keine Zeit hat. Die werden dann so eine gute Woche zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich auch dazu da, eben uns mal kennenzulernen, unsere Methode, unsere Arbeitsweise. Und wenn man dann eben Lust hat, öffnet danach auch wieder das Online-Nähatelier. Und dann kann man eben direkt in die Umsetzung mit uns gehen im Online-Nähatelier, in unserem Mitgliederbereich. Okay, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Es fiel schon ganz oft Online-Nähatelier, aber was ist das denn genau? Das heißt, man kann gar nicht das ganze Jahr über da irgendwie rein? Oder wie habt ihr das strukturiert? Nee, es gibt immer Anmeldephasen, wo man eben sich dafür anmelden kann, weil wir eben möchten, dass wir nicht immer das ganze Jahr drüber gucken müssen, oh, es sind neue Mitglieder da und dass die sich so verloren fühlen, sondern wir machen das immer so in einem Wisch, dass man auch wirklich zusammen einen Willkommenscall machen kann, dass man auch jeden begleiten kann, der da Unterstützung braucht. Also, dass wir auch wirklich die Zeit dafür haben, uns um die neuen Mitglieder zu kümmern und ja, deswegen machen wir das immer nur so. Man wächst ja auch als Gruppe ganz anders zusammen. Ne? Das ist so dann eine gemeinsame Reise, auf die man sich irgendwo begibt. Ne? Das schweißt ja dann nochmal anders zusammen, als wenn ständig irgendwer Neues mit reinkommt und
so kennt man sich ja dann wahrscheinlich auch schon so ein bisschen. Ja, ne? Vor allem, wenn man im Atelier Premium bei uns ist. Wir haben ja Premium und Basic. Okay. Machen wir auch monatliche Näh-Coachings, wo man sich eben als Gruppe trifft. Und monatliche Näh-Treffs, also virtuelle Näh-Treffs, wo man sich auch wieder als Gruppe trifft. Also gerade diese Gruppe im Atelier Premium ist natürlich total... kennt sich so gut, immer besser mit der Zeit. Die haben sich sogar teilweise schon offline getroffen auch, wenn die halt in der Nähe voneinander wohnen. Ja. Und das ist auch total schön, das mitzuerleben. Also das hat natürlich im Premium nochmal ein bisschen mehr einen engeren Zusammenhalt, weil man sich ja auch eben regelmäßig trifft und sieht. Ja, und oft ist es ja nur einfach eine Nähfreundin oder irgendein Tipp, wenn man ein Problem hat, ne, damit man das Projekt zu Ende kriegt. Ja. Das ist natürlich eine Community ganz toll als Rückhalt. Ja, Und es ist halt auch ein geschlossener Raum. Also bei uns sind wirklich ganz viele, die auf Instagram gar nicht so aktiv sind oder überhaupt nicht sind. Okay. Es ist, unsere Community ist auch nicht auf Facebook oder so. Das ist wirklich eine ganz eigene Plattform. Das heißt... es ist ein geschlossener Raum, man traut, also viele trauen sich da auch eher mal ein Bild zu posten, weil es muss kein wunderschönes High-Class-Bild sein. Es geht wirklich darum zu zeigen, guck mal, wie das hier sitzt, was kann ich da machen, oder schaut mal, wie das aussieht, und das kann dann auch ein einfaches Selfie sein oder der Mann wird dazu genötigt. und das merken wir, da sind weniger Hürden, auch mal was zu posten. Weil es einfach auch Gleichgesinnte sind. Es ist viel privater dann auch. Ja, die gleichen Werte. Es ist jedem wichtig, auch gerade mit eben Nachhaltigkeit, dass man auch mal was repariert, dass man eher guckt, ich will einen Stoff verwenden, den ich schon in meinem Stofffundus habe. Also da ticken einfach alle sehr ähnlich. Aber ist es so, dass wenn man da teilnimmt oder mit drin ist in der Community, dass dann vorgegeben wird, was man näht? Oder kann jeder immer selber nähen? Oder gibt ihr da Inspirationen? Wie läuft das inhaltlich ab? Also jeden Monat liefern wir neue Inhalte oder zukünftig auch Challenges, oder die wir gemeinsam gehen können. Ist aber kein Muss. Es gibt auch so eine Bibliothek sozusagen an Nähkursen und an Schnittmustern, die man auch eigenständig durchgehen kann oder machen kann. Also das ist schon jedem einfach freigelassen. Ja. Also, genau. Also man hat unsere Schnittmusterbibliothek, also alle unsere Schnittmuster hat man Zugriff drauf, man hat auf alle unsere Nähreisen, das sind unsere also Online-Nähkurse, hat man Zugriff. Und das ist ja das, was wir in der Masterclass vorab machen, ist, dass jeder für sich einen Plan hat, ein Nähziel und eigentlich dann weiß, was zu tun ist. Okay. Also was ist jetzt mein, finde ich jetzt erstmal meine Wohlfühlschnitte heraus, oder ich will jetzt eine Herausforderung, oder ich wollte mir schon immer einen Jumpsuit nähen oder sowas. Ja, dann nimmt man sich die Nähreise, dein perfekter Jumpsuit, und kann mit der zum Beispiel starten. Ja. Oder man postet in die Näh-Community, ich würde gern das und das, oder das ist gerade meine Nähhürde, oder kann mir jemand irgendwas empfehlen, oder was hatten wir schon mal, hat eine gepostet, ich will so einen Jumpsuit, also irgendein Inspirationsbild, gefällt mir, ich will aus dem Stoff und will den so nähen. Was habt ihr für eine Idee, was für Schnitte? Und zack, boom, es sieht genauso aus, was sie mittlerweile genäht hat. Das hat jetzt auch über ein halbes Jahr gedauert, ist auch voll okay, weil es passt zu ihrem Nähziel. Ja. Aber es sieht halt einfach genial aus. Ja. Sie hat dann auch gesagt, für sich entschieden, es soll kein Jumpsuit sein, es soll ein Fake-Jumpsuit sein. Also Oberteil und Hose aus dem gleichen Stoff, aber dass man es nicht verbunden hat. Ja. Ja, und mega. Und dann wurde ihr drunter halt gepostet, weil sie hatte zuerst auch andere Schnittmuster, also von anderen Firmen, was natürlich auch voll okay ist. Also man sagt, wir sagen auch nicht, also man muss keine Lulu-Schnitte nehmen. Bei uns dürft ihr nur unsere Schnitte nehmen. Okay. Nein, überhaupt nicht. Ja, aber kann ja sein. Ne? Nein, ja, also auch links reinposten. Ja, natürlich. Okay. Und dann kam aber sogar raus, ach, es gibt sogar zwei Schnitte bei uns in der Schnittbibliothek, die perfekt sind. Ja, krass. Cool. Und wie ist das... Genau, wenn man jetzt diese Masterclass irgendwie nutzen möchte oder da dran teilnehmen möchte, kann man sich dazu schon anmelden, oder? Genau, also bis zum 20.09. kann man sich noch anmelden. Okay. Unter lulut.de/masterclass. Einfach für 0 Euro anmelden und dabei sein. Wenn es einem nicht gefällt, einfach abmelden und sagen, okay, ich habe es probiert. Wenn es einem gefällt, dranbleiben. Ja. Und dann einfach die Inhalte aus der Masterclass mitnehmen oder halt
danach, wenn man Lust hat, noch mit uns in die Umsetzung zu gehen. Also es ist auch überhaupt kein Muss, dass man danach ins Online-Nähatelier geht, überhaupt nicht. Wir geben da wirklich einen geschlossenen Workshop, den man für sich nutzen kann, wenn man möchte. Und wenn man dann halt noch einen Schritt weiter gehen möchte, dann kann man bei uns gerne mitmachen. Ja. Begleiten wir gerne weiter. Sehr cool. Also wir werden euch das hier unten auf jeden Fall auch nochmal verlinken, dann wisst ihr Bescheid. Und ja, dann haben wir noch eine kleine Überraschung, ne? Beziehungsweise ihr habt was für die Community dabei. Erzähl mal, Moni. Genau, und zwar gibt es 50% auf alle unsere Schnittmuster. Hey. Bis zum 30.09. Und sodass man eben auch entweder, wenn man uns schon kennt, sich nochmal einen schönen Schnitt aussuchen kann oder um uns auch kennenzulernen, einfach mal einen auszuprobieren. Sehr schön. Gut, wo man euch findet, vielleicht magst du es nochmal sagen, auf Instagram, Website, wie kann man... Ja, also lulut.de oder Instagram ist lulut_nähatelier. Okay, sehr schön. Ja, ich habe mich tierisch gefreut, dass ihr hier heute da wart und ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass wir da sein durften.